Aber dahinter kommt, glaube ich, gerade kein Auto. Ich sehe zumindest noch keins. Ja, komm, fahr, 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 fahr. Wir wollen auch noch über die grüne Ampel. Und Kickdown. Und weiter geht's zur nächsten Haltestelle. Nächster Halt. Reinhardtsstraße. Zur Reinhardtsstraße, genau. Da geht's hin. Und wir haben wieder einen Haltewunsch. Oder ist er von eben nicht weggegangen? Doch, wir hatten... Der war weg, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil wir jetzt schon wieder einen Haltewunsch haben. Und ich habe nicht so ein Bring oder sowas gehört. Oder ich habe es einfach überhört. Kann natürlich auch sein. So, die haben wir schon da vorne. So. Ich finde es auf jeden Fall ganz schön hier gemacht. Also die sind eigentlich ganz schön gestaltet hier, die Ortschaften. So, da haben wir die Reinhardtsstraße. So, falls es jetzt nicht weg sein sollte, machen wir einfach die Tür 2 nochmal auf. Guten Tag. Oh, da wollte jemand aussteigen. Hab gesehen, Tür 3 ist aufgegangen. Guten Morgen. Genau, Tür 3 ist auf gewesen. Jetzt gucken wir nochmal, ob es jetzt weg ist. Wenn nicht, machen wir einfach Tür 2 nochmal auf. So, jetzt ist es weg. Ah, da wollte dann doch jemand aussteigen. Das heißt, es hätte sonst doch jemand auch noch Haltewunsch gedrückt. Also machen wir es in Zukunft immer so bei dem Bus. Muss ich mir mal merken. Immer, wenn wir an der Haltestelle anhalten und Haltewunsch haben, machen wir immer die Tür 2 noch auf. Wobei das Problem natürlich dann sein könnte, da will jemand aussteigen. Wir betätigen den Taster für die Tür 2. Und dann haben wir das Problem, ja, jetzt haben wir einen Haltewunsch, genau. Und dann haben wir das Problem, dass halt die Tür dann wieder zugeht, weil die Person vielleicht zuerst aufgemacht hat oder so. Ja, wobei, Problem für uns ist es nicht, dann muss halt die Person dann nochmal drücken oder so. Aber wenn wir nicht die Tür 2 oder so öffnen, dann würde dieses Haltestellensymbol natürlich nicht weggehen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Und deswegen werden wir, würde ich sagen, immer jetzt die Tür 2 öffnen, wenn wir einen Haltewunsch haben. So, halt, die nächste Haltestelle ist voraus. Die Siedlung heißt sie. Nächster Halt. Ich meine einfach nur Siedlung. Siedlung. So, da wären wir. Können wir gerade wieder ein bisschen absenken. Kneeling aktivieren. Genau, jetzt würde die Tür 2 sofort wieder. Wobei. Hallo. Das hat gepasst. Aber ihr habt kurz den Warnton gehört, dass die Tür zugeht. Als wir die Tür 2 auch geöffnet haben. So, Straße sieht frei aus. Perfekt, weiter geht's. Es wird immer heller jetzt. So langsam könnte man jetzt sagen, ja, jetzt kann man das Licht eigentlich ausmachen. Wobei es schadet ja auch nicht am Tag mit Licht zu fahren. So, das war die Haltestelle Siedlung. Jetzt geht's zur Haltestelle Hart. Nächster Halt. Hart. So, gucken wir mal, haben wir die Ortschaft verlassen. Jetzt sehen wir da hinten, nochmal nichts. Aber da haben wir jetzt schon hier das Schild, dass wir die Ortschaft verlassen. Mal gucken, wie die nächste Ortschaft schon mal heißt. Und dann, genau, die Kachel da hinten muss noch nachladen. Jetzt hat es gemacht. Und jetzt geht's schon nach Nürtingen. Das war jetzt Wolfsschluge. Und jetzt geht's nach Nürtingen. 60 km/h sind hier erlaubt. Okay, wunderbar. Und erstmal hier bergab rollen. So, Haltewunsch haben wir auch für die Haltestelle. Und die kommt schon da vorne. Ich kann ja mal gucken, wenn ich euch jetzt meinen Text hier vorlese. Und die Map Nürtingen könnt ihr übrigens auch über den Add-on Manager vom Advanced Omnibus Driver installieren, sofern ihr halt den Advanced Omnibus Driver habt. So. Habe ich auch gemacht, genau. Kommt mal. Ging dann ganz einfach und problemlos, ganz locker. Muss halt noch ein paar zusätzliche Splines und Scenery Objects installieren, aber es geht ja auch ganz schnell über den Advanced Omnibus Driver Add-on Manager. Und genau, dann ist das auch erledigt. So, die Fahrgäste kommen vorgelaufen. Guten Morgen. Hallo. Kommen Sie rein, guten Morgen. Wir wollten die Temperatur mal checken. Bitte. Temperatur gleich mal checken, genau. So, gucken wir mal. Wir haben innen 20 Grad, das reicht eigentlich jetzt aus. Nicht hier oben, das war beim C2 da oben. Okay, jetzt machen wir das Gebläse mal aus. So. Na, Bremsdruck haben wir aber ordentlich. Ah, da wartet sogar einer hinter. Na, wartest du, wartest du, wartest du, wartest du, wartest du, wartest du, wartest du. Alter. Mensch, will er. Macht er erst so langsam, lässt uns vorbeifahren. Keine Ahnung, ob der schon länger gestanden hat. Und dann. Wenn wir rüberfahren, zieht er mal raus. Da bin ich mal ein bisschen auf den Bordstein rübergefahren, weil ich schon dachte, der fährt jetzt einfach weiter. Hat er aber dann doch nicht gemacht. So, wir sind auf der Landstraße. Nee, hier sind aber 60 erlaubt gewesen, ne? So, nächste Ansage. Nächster Halt. Götzinger Straße. Genau, kurz mal hier, was so als Beschreibung bei der Map Nürtingen steht. Und zwar, herzlich willkommen in Nürtingen. Eine kleine Stadt. Wir lesen auf dem Handy und gleichzeitig fahren. Mit 80 hier nicht so einfach. So, 50. Vielleicht sollte ich das lieber an der Haltestelle so machen. Na gut, passt schon irgendwie. Nochmal. Herzlich willkommen in der willkommen in Nürtingen. Herzlich willkommen in Nürtingen. Eine kleine Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern. Da sind wir auch schon in Nürtingen. So, jetzt in der Grötzinger Straße.
hier die größte Ortschaft dann wahrscheinlich auf der Map, deswegen heißt, weil die Map heißt ja auch Nürtingen. Guten Morgen, deswegen wird es hier wahrscheinlich die größte Ortschaft sein. Eine kleine Stadt mit circa... Das wird so rot. Eine kleine Stadt mit circa 40.000 Einwohnern im Landkreis Esslingen. Genau, haben wir ja vorhin auf dem einen Schild auch gelesen. Wahrscheinlich steht es hier auch. Wobei, die Ampel ist ja eh rot, brauche ich nicht Pause zu machen. Genau, nee. Wobei, jetzt steht hier Oberensingen. Okay, aber vorhin haben wir ja Landkreis Esslingen gelesen. Also wir sind jetzt gerade im Landkreis Esslingen unterwegs, in der Nähe von Stuttgart. Mit der Map Nürtingen, Version 5 habe ich hier, könnt ihr alle Linien des Stadtkreises... Stadtverkehrs Nürtingen sowie einige Überlandlinien in die umliegenden Orte fahren. Genau, was wir ja heute machen. Die 74 ist ja dann so eine Linie, die auch in die umliegenden Orte fährt. Genau, und dann gibt es ja noch einige andere Linien, die man hier fahren kann. Insgesamt sind es bei der Version 5, wenn ich da mich jetzt nicht vertan habe, so richtig in Erinnerung habe, 9 befahrbare Linien hier auf der Map Nürtingen. Genau, wie gesagt, nach realem Vorbild ist hier alles nachgebaut. Das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich gegenlenken, nicht den Blinker aktivieren. Nächster Halt, Oberensingen, Lindenplatz. So. Aber jetzt hat er bei der Ansage Oberensingen oder sowas gesagt. Oder Oberessingen, ich weiß nicht, ich glaube Oberensingen. Aber sind wir jetzt schon in Nürtingen oder sind wir jetzt in Oberensingen? Weil da eben stand da ja Nürtingen. Achtung, Haltestelle rechts. Ah, da. Dass das also vorgewarnt ist, bevor man hier um die Kurve schießt. Da auf dem Schild steht jetzt auch Oberensingen-Lindenplatz. Genau, seht ihr jetzt hier. Oberensingen-Lindenplatz, also keine Ahnung, ob wir jetzt hier in Nürtingen schon sind. Oder in... Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Oh, das habe ich, hab ich die Tür nicht aufgemacht. Ah ne, doch, die Frau stand schon hier. Ich habe nur vergessen, dass sie hier eingestiegen ist, weil ich da eben außen geguckt habe. So, bitte schön, tut mir leid. Und weiter geht's. Genau, mal gucken. Keine Ahnung, wir werden es ja gleich sehen, ob wir nochmal die Ortschaft verlassen oder ob wir jetzt hier bleiben. Genau, wir haben auf jeden Fall auf dieser schönen Map hier... Oh Mann, du Depp, ich habe doch... Ich komme doch als Gegenverkehr von geradeaus und da darf ich fahren. Mensch... So, sowas melden wir ja nicht, haben wir gesagt. Genau, deswegen bleiben wir jetzt auch so auch dabei. Ist auch noch in uns reingefahren. Wir fahren auf der Vorwärtsstraße. Wir wollen geradeaus fahren. Haben wir nicht, ich habe nicht geblinkt oder so. Ich dachte schon, der hält doch jetzt an und der hält doch jetzt an. Und dann fährt er auf einmal weiter hier. Echt, ey. Hat er gedacht, wir waren einfach nur so weit weg, da kann er noch rechtzeitig abbiegen. Aber wie gesagt, sowas haben wir ja vor einiger Zeit schon mal uns entschieden. Wenn wir nicht wirklich im Unfall so wirklich dran schuld sind, dass wir jetzt nicht in den Rhein gefahren sind. Gut, wir sind ja schon irgendwie in den Rhein gefahren, aber er hat ja nicht angehalten. So ist es ja. Deswegen melden wir das jetzt nicht. So. Und da sind wir am Kaffee Stoll. So, kommen Sie rein, der Herr. Haben Sie heute Morgen schon Kaffee getrunken und gefrühstückt im Kaffee Stoll? Könnte ja sein, ne? So, mal gucken, ob wir jetzt die Ortschaft wieder verlassen. Wir werden es ja dann sehen. Sonst sind wir jetzt auf jeden Fall in Nürtingen. Also, da stand ja Nürtingen als so am größten geschrieben. So, das war die Unfallmeldung von eben. Gucken, ob noch eine zweite kommt, weil ja zwei Autos da jetzt involviert waren. Der eine von rechts ist ja auch noch in uns reingefahren. Vielleicht hätte ich ja ein bisschen früher, hätte ich ja vielleicht schon bremsen sollen. Naja, gut. Genau, sieht man auch, links geht es jetzt nach Stuttgart oder Esslingen. So, wir wollen aber rechts lang weiter. Naja, jetzt sind wir hier schon ein bisschen größere... Schon eher so stadtmäßig, schon eine Kleinstadt. Gut, das ist 40.000 Einwohner hat Nürtingen, könnte man schon sagen. Kleinstadt ist nicht mehr kein Dorf mehr. Davor waren wir eher dann so in Dörfern. Genau, da hoch geht's weiter. Naja, wobei. Gerade sind nicht mehr so viele Leute im Bus, aber ist auf jeden Fall gut, dass dann doch noch ein paar Leute an Haltestellen gewartet haben. Wobei jetzt eigentlich so auch an jeder Haltestelle immer irgendjemand gewesen. Es war jetzt nicht so, dass es dann Haltestellen gab, wo gar keiner mehr war. So wie wir es ganz am Anfang hatten auch mal. Auch an der Ausgangshaltestelle war ja auch keiner. So, Neckarbrücke. Neckar. Das sagt mir auch irgendwas. Ja, das ist dann irgendein Fluss, der halt hier lang fließt, genau. Ist aber auch schon ein bisschen größerer Fluss, glaube ich. Halt irgendwie habe ich nämlich auch schon mal irgendwie gehört. So, wir haben keinen Haltewunsch. Wartet jemand? Nee. Gut, dann geht's weiter. Brauchen wir gar nicht mehr lang zu warten. Und da geht's links lang.
Oh, ganz rüber. Nächster Halt, Mühlstraße. Ab zur Mühlstraße geht's. Wir können mal gucken, wo wir gerade sind. Ah ne, wobei jetzt doch nicht. Es geht ziemlich weiter. Einmal dem Taxi hinterher. Hinter dem Taxi hinterher. ES wird wahrscheinlich Esslingen sein. Das Kennzeichen. So, jetzt hätte ich jetzt mal kurz geguckt auf dem Fahrplan, bei welcher Haltestelle wir sind, wie weit wir schon sind. Wobei wir haben 5.24 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau die planmäßige Ankunft, wann die Ankunft geplant war. Ah ne, Mühlstraße, ich depp, was stelle ich hier um? Nächster Halt. Da sieht man schon, Nürtingen ZOB kommt danach schon. Okay, wir sind also gleich schon an der Endhaltestelle. Jetzt geht's aber erstmal zur Mühlstraße, ich habe eins zu früh umgeschaltet. Gut, aber da wissen wir jetzt schon Bescheid, wir sind schon fast an der Endhaltestelle. Da wartet aber nochmal jemand. So, können wir gleich nochmal zurückschalten, dass wir die Ansage dann nochmal machen können. Und einmal Türen öffnen, so. Wo war es denn? Zurück. Eine Kurzstrecke bitte. Das hier, genau. So, eine Kurzstrecke für Sie, genau, kein Problem. Einmal 1,70 wären das dann bitte. Kriegen Sie noch 30 und hier zurück. Danke. Bitteschön. So, close the doors und es geht zur Endhaltestelle Nürtingen, ZOB, Steig Nummer 5. Jetzt ganz hier rechts abbiegen. Wir fahren gerade aus. Der Pfeil zeigt nur noch rechts, aber das ist hier diese Strecke. So zwei Rechtsabbiegespuren. Beziehungsweise die eine ist geradeaus, so geradeaus, trotzdem hier so leicht um die Kurve fahren. Das andere ist aber wirklich so richtig um die Ecke dann. So, und jetzt zur Endhaltestelle. Nächster Halt. Nürtingen, zentraler Omnibusbahnhof. Alter, was machen die denn alle? Ich hab schon Licht an. Jetzt war der Bus auch noch kaputt. Ich wollte eigentlich gerade hupen. Und da ist der Bus kaputt gegangen. Hä? Ziehen die einfach alle rüber? Ich meine, ich habe ja schon Licht an und... Ja, mehr, dass man uns noch sieht, kann ich auch nicht machen. So, hier müssen wir jetzt links, genau. Naja, gut. Komisch, das hatten wir jetzt hier zweimal. So. Müssen wir nächsten Male hier aufpassen, wenn wir hier fahren. Bei den Linksabbiegern, die uns entgegenkommen. Ob die einfach so fahren, dann, dass wir halt dann aber keinen Unfall bauen. Aber sowas melden wir nicht. So. Weil wir ja nicht... So, die richtig dafür, nicht richtig dafür schuld sind. Da sieht es so aus, als ob wir hier rein müssen. Genau. Man sieht ja auch noch ein paar andere Linien hier. Die hier sind 181, 182, 185 gibt es hier noch, 184, 183. Also hier jede Menge Linien hier vom Stadtverkehr Nürtingen. So, wir setzen nochmal ein bisschen schöner dran. Wobei, ob es jetzt so viel bringt, weiß ich auch nicht. Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr ganz so gut hin. Egal, wir bleiben so stehen, würde ich sagen. Öffnen die Türen, die Fahrgäste können aussteigen. Da ist die Fahrplanauswertung, alles okay, alles wunderbar gelaufen. War auf jeden Fall eine sehr schöne erste Fahrt hier auf der realen Karte Nürtingen. Die gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Werden wir in Zukunft bestimmt noch öfters fahren. Nächstes Mal müssen wir mal gucken. Vielleicht sind wir sogar nächstes Mal nochmal hier unterwegs. Danach dann aber wahrscheinlich sehr wieder, geht es wieder weiter in unserer Karriere. Und sonst gucken wir mal, auf welchen Maps wir sonst noch in Zukunft unterwegs sein werden. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Map-Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, genauso wie Bus-Vorschläge. Würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. Und auch Themenvorschläge, über was ich so in den nächsten Folgen Let's Play Omsi 2 mal reden soll, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Oder Fragen oder Ideen, über was ich halt mal so sprechen kann, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und dann hören wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch auch hier unsere erste gemeinsame Fahrt auf der Map Nürtingen gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.